So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, ich melde mich wieder, der spirituelle Anarchist. Und heute filme ich jetzt mit der Handykamera, das hat aber auch einen speziellen Grund, das werdet ihr nachher sehen. Und heute möchte ich mal über das Thema Hate Speech und Cybermobbing sprechen. Wenn dich das Thema interessiert und wenn du Tipps in Erfahrung bringen möchtest, was du gegen Cybermobbing, gegen Hate Speech machen kannst, dann bleib unbedingt dran. Zuerst möchte ich mal erzählen, dass ich vor 3 Tagen war, also am Mittwoch habe ich ein Video gemacht, ja, zuerst über Livestream, über das Thema Drachenlord Rainer Winkler, das hieße Eskalation Drachenlord, Appell an die Hater. Da war das Problem, dass im Livestream erstmal die Übertragung schlecht war, habe ich aber trotzdem erst hochgeladen gehabt und dann habe ich es wieder gelöscht, dann habe ich es nochmal neu aufgesetzt, das Video, und habe es dann hochgeladen. Das war dann also am Donnerstag, ja, so Mittagszeit rum. Und ich bin dann schon gewarnt worden, also jemand hat geschrieben, also passt da mal auf mit dem Thema Drachenlord, dass du nicht die ganzen Hater des Drachenlords auf den Kanal holst. Und es hat mir auch zum Nachdenken gebracht und Tatsache, also ich meine, von dem her gesehen, die Aufrufzahlen gingen modsmäßig in die Höhe. Ja, er war in kurzer Zeit bei 200 Aufrufe und immer, ging dann immer weiter. Also es ging echt ab, das Video, wie Luzi. Ja, also das Thema ist echt anscheinend sehr brisant. Aber ich habe dann an dem Tag so viele Hasskommentare bekommen, dass ich am Ende dann auf die Warnung gehört habe und gesagt habe, ja okay, das Video lösche, weil mir war das ein bisschen unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin ja auch vorsichtig, ja. Andererseits war ich dann hintendrein dann wütend, weil es kann ja nicht sein, dass die Hater eigentlich die Meinungsfreiheit bestimmen. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein, ja. Also mich braucht man nicht warnen, ich würde immer vorsichtig sein und ich würde niemals einen Gegner unterschätzen, auf gar keinen Fall. Also ich würde immer Sicherheitsmaßnahmen ohne Ende machen und einbauen und auch, ich weiß jetzt, wie da auch in Zukunft reagiere, sollte ich nochmal so ein Video machen, weil ich vielleicht die Kommentarfunktion ganz ausschalten, einmal schauen. Ja, also es kann ja nicht sein, dass die Hater die Meinungsfreiheit bestimmen, ja. Das darf ja wohl nicht wahr sein, irgendwo. Und jetzt habe ich halt die Strategie geändert. Jetzt mache ich halt heute mal ein Video allgemein über Cybermobbing und was man gegen Cybermobbing alles tun kann. Ja, da habe ich mich auch umfangreich informiert. Also, wie gesagt, ich bin da mit allen Wasser gewaschen und tu und mach. Ja, fangen wir mal an, was man als einzelner YouTube-User machen kann und machen sollte. Ja, und ich rufe da alle dazu auf, auch ein bisschen, also an euch, das ist auch an euch gerichtet, dass ihr ein bisschen Zivilcourage zeigt, dass ihr, wenn ihr Hasskommentare seht, nicht einfach sagt, ja, ich halte einen Hasskommentar, sondern dass ihr auch das meldet, dass ihr jeden Hasskommentar meldet, ja. Dafür gibt es Funktionen, zeige ich euch gleich. Könnte man jetzt sagen, ja, du bist doch der Anarchist und jetzt bist du für die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ich sag mal so, erstens mal war ich gut beraten, dass ich das Wort spirituell vor dem Anarchist angesetzt habe, ja. Weil man braucht erst spirituelles Bewusstsein, dann kann Anarchie funktionieren, das mal zum Ersten, ja. Und zum Zweiten kann es ja nicht sein, dass, also so war es jetzt bei mir, ich habe mich in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt gefühlt durch die ganzen Bedrohungen und Beleidigungen der ganzen Hater, ja. Und das kann es ja nicht sein. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, legen wir gleich los, dass ich euch einfach mal zeige, was man so tun kann, was es alles für Tricks, Tipps gibt. Was man tun kann gegen Hass, gegen Cybermobbing. Ja, ich drehe jetzt mal schnell die Kamera und ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Also, was man selber tun kann, wenn man jetzt unterwegs ist als User, man sieht zum Beispiel hier einen Kommentar, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, das sind hier auf der rechten Seite 3 Punkte, da gehe ich drauf, gehe auf Melden und dann kommt zum Beispiel Hassrede, explizite Gewalt, Belästigung, Mobbing, ja. Also das kann man auch machen, wenn es eine andere Person betrifft und nicht nur einen selber, ja, also da auch ein bisschen Zivilcourage. Dann kann man hier Video, wenn man sagt, das Video war Hass, ja, dann kann man auch hier das Video melden, ja. Hier gibt es dann, ja, Gewalt, abstoßende Inhalte etc., ja, gibt es also sehr viel Auswahl und man kann natürlich auch auf den Kanal gehen. Jetzt mache ich es nicht bei meinem Kanal, ja, oder hier, ja, ist egal.
dass man halt sagt, man geht auf den Kanal, Kanalinfo, ja, und dann kann man hier bei Kanalinfo, ja, gibt es ein kleines Fähnchen und da kann man Nutzer blockieren, Nutzer melden, ja, und da steht dann auch wieder alles drauf. Okay, ja, ich selber, also ich bin ja Kanalnutzer, habe da noch mehr Möglichkeiten auf meinem Kanal. Ich kann dann hier noch so anpinnen, entfernen, ja, Kommentare ausblenden, ist auch noch möglich. Als selber Kanalnutzer kann man hier bei, ja, hier schaut's, Community-Einstellungen, gebt mal ein und gebt dann hier die ganzen Worte ein. Ja, zum Beispiel Hurensohn, Bastard, Wichser, ich habe da einiges, man sieht ja hier einiges einbracht, wir können es gut sehen, ich gehe mal mit der Videokamera näher hin, Abschaum und so weiter, alles, was ihr dann irgendwann mal von einem Hater hört, könnt ihr da reinfügen, ja. Und dann kann man hier noch bei den Standardeinstellungen, jetzt zum Beispiel Kommentare auf deiner Kanalseite, alle Kommentare zulassen, nur Kommentare prüfen, die potenziell unangemessen sind, ja, alle Kommentare überprüfen, Kommentare deaktivieren, ja. Da mache ich jetzt auch mal ein bisschen so, ja, genau, ein bisschen verschärfen hier. Okay, also wenn man zum Beispiel ein spezielles Thema hat, wo man eh weiß, wo man so ein Bauchgefühl hat, oh, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Hater zu dem Video, dann einfach Kommentare deaktivieren. Dann kann zwar keiner kommentieren, ja, aber ihr könnt trotzdem dann euren Gedanke verbreiten. Und das ist das Gute, ja. So, und dann speichern und gut ist, ja. Also das kann man machen auf seinem Kanal. Wie gesagt, gibt es dann hier immer die Punkte, entweder jetzt beim Kommentar oder hier die drei Punkte beim Video oder halt auf dem Kanal selber das Fähnchen. Ja, ich kann es jetzt nochmal bei meinem Kanal nochmal zeigen. Ah, jetzt ist gerade, hat sich gerade aufgehängt, ne? Ja, da kann man hier zum Beispiel Kanalinfo, um es nochmal zu zeigen. Dann ist Fähnchen, ja, bei mir ist es jetzt nicht, aber da beim anderen wäre jetzt hier das Fähnchen, okay. Alles klar. Ja, ich habe auch Kontakt aufgenommen mit No Hate Speech Deutschland. Jetzt gehe ich nochmal hier nochmal auf die Seite. Ja, No Hate Speech Deutschland, so sieht die Seite aus. Kann man mitmachen, kann man sich informieren. Ich habe mit denen Kontakt aufgenommen, ja, weil ich werde mich jetzt auch gegen Hate Speech wehren und was tun. Welche Gesetze gibt es gegen Hate Speech? Da gibt es einige Gesetze, ja. Verbotene Symbole, Aufruf zu Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdarstellungen, Beschimpfung religiöser Bekenntnisse, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Tonaufnahmen, Recht am eigenen Bild, Unsnötigung, Bedrohung, ja, europäisches Recht. Der Europarat setzt im Kampf gegen Hate Speech auf die Menschenrechte, denn jeder hat das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Zentral sind die europäischen Menschenrechtskonventionen mit ihren Zusatzprotokollen und Übereinkommen des Europarates zur Cyberkriminalität, des sogenannten Budapest-Abkommen von 2001. Beide finden in dem Kapitel von Bookmarks, das Handbuch des Europarats zur Bekämpfung von Hate Speech, Internet und Menschenrechtsbildung. Ja, bla bla bla. Okay. Ja, es sind also Informationen, was man, wie man aktiv werden kann, weil ich mir auch nachher nochmal also, anschauen. Ja, ganz interessant, die Seite. No Hate Speech Deutschland. Ja, habe ich mir, also wie gesagt, Kontakt aufgenommen, werde mich eintragen und werde, ja, jetzt drehe ich vielleicht mal die Kamera und werde No Hate Speech aktiv unterstützen, ja. Und es ist auch mit meinem Begriff Anarchie auch vereinbar, weil ich sage, es kann nicht sein, dass die Hater die Meinungsfreiheit bestimmen. Das kann einfach nicht sein, ja. Und wie gesagt, dazu möchte ich aufrufen. Ich möchte auch, dass alle ein bisschen Zivilcourage zeigen. Jetzt ein bisschen die Kamera, ja, weil das geht uns alle an, das kann uns alle treffen. Und das Schöne ist, die gute Nachricht ist, also dass jetzt auch die Politik immer mehr in diese Richtung geht, Hate Speech zu bekämpfen. Auch YouTube ist jetzt immer mehr hinterher, ja. Wenn es sogar von mir ein Video gelöscht wird, das Kritikvideo von Susanne Krieger-Langer, wobei ich schon sage, also das war jetzt wirklich nur Meinungsfreiheit. Aber man sieht, es geht schon in die Richtung, dass Hate Speech immer mehr bekämpft wird, ja. Und das finde ich auch gut so, ja.
Also, wie gesagt, mit dem, da hat man gesehen, also ich habe nur ein Video gemacht über den Drachenlord. Eigentlich, und das nochmal zum Betonen, es ging nicht darum, den Drachenlord zu verteidigen. Ja? Also der hatte auch Fehler und so weiter. Und, aber es gibt keinen Grund, dass man den zu Hause aufbesucht, dass man so einen Terror macht, dass man sogar auf das Grab geht, da von seinem Vater oder so Sachen. Also das ist eine ganz üble Geschichte, ja. Das könnt ihr mal verfolgen. Das geht gar nicht, ja. Und ich wollte, es war einfach nur die Stimme der Vernunft, ein Appell. Und dann hat er mich kritisiert, als wäre ich der ein Freund oder ein Anhänger vom Drachenlord, was ja gar nicht stimmt, ja. Also so, ich bin da wirklich völlig neutral, ja, überhaupt. Also sie uns. Aber selbst wenn der Drachenlord das größte Arschloch ist, sag jetzt mal so, ja, ist das die Reaktion drauf? 5 Jahre Cybermobbing, ja, also das ist echt. Ach, das geht gar nicht. Ja. Da gibt es andere Wege. Man kann ja Kritik äußern und so weiter. Und man muss ja nicht seinen Kanal abonnieren oder so. Ja, aber sowas, Hate und Cybermobbing, das geht halt gar nicht. Ja. Und da ist jeder dazu aufgerufen, meldet, 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 meldet jeden Hasskommentar, meldet jedes Hassvideo, meldet jeden Hasskommentar, meldet, 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 meldet. Nur so wird auf YouTube Druck ausgeübt und denkt nicht, die machen nichts, YouTube macht nichts. Nein, YouTube macht schon was, YouTube geht da schon hinterher. Die Politik geht immer mehr in diese Richtung. Also meldet, meldet. Antworten nicht, nicht antworten auf die Kommentare. Nicht Aussage, ja, du Bastard, du Hurensohn, du Wichser, ja. Vergesst es, das reizt die ja nur, ja. Wenn ihr antwortet oder euch aufregt über einen Hasskommentar, das kitzelt die noch mehr an, ja. Am schlimmsten für die ist, dass das, wenn sie einen Hasskommentar geben und da wird nicht darauf reagiert, da kriegen die einen Flipper. Ja. Einzige Reaktion drauf, ganz hintervorzig, auf in Anführungszeichen, melden, 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 immer wieder melden. Ja. So lang, bis die Mobber, die Hater verschwinden. Ja. Dass die haben auch keine Zukunft mehr. Ja. Das wollte ich nochmal was sagen. Also, ich bin engagiert bei Hate Speech, No Hate Speech Deutschland. Ja. Hab Kontakt aufgenommen und bin jetzt da auch engagiert, mach mit, ja, gegen die Hater, gegen die Mobber, gegen die Cybermobber. Das ist eine Front, wo ich kämpfe, ja. Carsten Stahl zum Beispiel habe ich auch ein Video gemacht, kämpft gegen Schulmobbing, ja. Wir können hier zum Beispiel an der Cyberfront kämpfen, ja, dass die Hater, ja, zur Rechenschaft gezogen werden. Diskutiert nicht mit denen, Hater, diskutiert nicht, bringt nichts, ja. Nicht mehr das Reden, nicht mehr reden, Handwerk legen. Das ist das Motto. Nicht mehr reden, Handwerk, keine Kommunikation mehr. Und ich mache vielleicht noch mal sogar noch mal ein Video vom Drachenlord, da werde ich dann einfach die Kommentare ausschalten. Wie gesagt, dann kann zwar keiner kommentieren, aber der Gedanke wird verbreitet, ja. Und das ist ja auch viel wert, sag ich jetzt einmal, ja. Und ja, wie gesagt, das sind so die Möglichkeiten, was man hat, ja. Und ich werde alle Möglichkeiten ausschöpfen. Ja, das war's mal soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Teilt das Video. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal unten. Ja, Glocke nicht vergessen. Und dann wünsche ich noch ein wunderschönes Restwochenende und macht es gut. Bis bald.